motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. Wir hatten einen Mordsbiss wieder mal. Es sah aus wie ein Blue Marlin. Oder Sailfish oder so. Sailfish, aber er ist ab. Heißer. So schnell. Hm? Oh, hallo. Und tatsächlich in der Abendstunde, kurz vorm Anker, haben wir einen Fisch gefangen. Einen Bonito! So sollten eigentlich alle beißen. Der hat den kompletten Haken. Hey! Wo ist das Messer? Hast du das? Nee. Und hier in der Lagune ein perfektes Dinghy-Dock zum Anschließen und hier mit Empfangsterminal. Muela. Tres. Vino. Und wieder mal haben wir eine einsame Bucht gefunden. Nur ein Segelboot hier. Aber es kommen keine großen. Und dann die vom Auto lassen sie noch ein bisschen Zeit. So, er hat die alle sicher an den Strand gebracht. Völlig unspektakulär. Kamera raus. Ja. Oh. Aber ich weiß nicht, raus. Ich habe gesehen, was da hinten gerade für ein Fisch gesprungen ist. Wir waren sich ganz lustig geworden. Naja, der hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Hab ich noch mehr hingeguckt. So bringt man hier die Boote ins Wasser. Aber den Fahrer haben Sie schon dabei oder steht der irgendwo im Wasser? Jo. Ist das ein Video oder ein Foto? Essen am Strand von Perula. Es gibt Fischfilet, Shrimps und Pulpo-Salat. Also Pulpo ist aufgefüllt. Das ist so scharf. Was ist mit der Nette los? Die einzigen Gäste im Restaurant. Leider regnet es ein wenig. Aber es ist ein tolles Leben. Aber
da wird der Palmöl verbrannt. Heute gibt es wieder Hühnchen und Rindfleisch. Algo más? Viste? So kommen wir wieder vom Einkaufen. Eier, Fleisch, Hähnchen, Bier, Obst und Gemüse natürlich nicht zu vergessen. Laute Autos im Umfeld. 35 Grad im Schatten. Kein Wind. Kein Wind. Aber wir haben wieder Nahrung für 10 Tage. Wir sind in der Bahia de Bandeiras, haben das Kap Corrientes gekreuzt und es war kein Wind. Das war vielleicht ein bisschen komische Welle. Und jetzt fahren wir hier noch nach Bayer. Ungefähr 7 Meilen da vorne. Kein Wind, keine Welle. Aber schön grün ist es hier wieder. Und dann haben wir es dann nur noch 15 Meilen bis nach Puerto Vallarta. Heute ist der 17. Juli. Onkel Willi, alles Gute zum Geburtstag wünschen wir dir. In Palla angekommen. Und was muss ich euch sagen? Es regnet oder schüttet. Das kann man sich aussuchen. Da rutschen die Bänke nicht zu gehen. Gucken wir doch mal, wie gut die Güring hält. Genau, man sieht kein Land mehr. Wir suchen den Wasserfall. Normalerweise ist hier wahrscheinlich ein bisschen mehr los, so wie das aussieht. Aber es ist total toll hier. Richtig Dschungel. Haben wir gar nicht mehr gedacht, dass wir hier oben im Norden noch mal so einen Dschungel sehen. Und? Wir haben ihn gefunden. Gar nicht mal so klein. Was ist das dann? Der ist komisch, Mann. Schöner Wasserfall. Ich muss sagen, so schön kann er nicht sein, wenn du das in der Hälfte bekommen willst. Heute geht's zu den großen Wasserfällen am Fluss. Und wie man sieht, am Fluss sind wir schon mal. Schönes Wasser. Also man hätte hier auch mit dem Pferd hochreiten können. Aber wir haben uns entschieden zu laufen. Weil die sehen alle so traurig aus hier, die Pferde. So, der letzte Stopp vorm Wasserfall. Den Ja, das war leider noch nicht der Wasserfall. Also wir sind irgendwo falsch abgebogen. Jetzt suchen wir den nächsten Pfad.
heute geht's mal in den Yachtclub. Das ist hier der Eingang. Die Limelight wird wieder mal vollgetankt. Hier in La Cruz. Unser Reservetank, da hinten der eingebaute, das dauert immer ein bisschen länger. Das lässt sich nicht so einfach füllen. Auf geht's nach Deutschland! Es ist soweit. Mama und Papa machen sich auf den Weg zum Flughafen. Ja. Gute Reise. Il a droit à côté, il m'a fait autant, je m'en la vois.